Bayern Amateure wollen den Schwung vom Derby-Sieg gegen Haching auch in die Partie gegen den 1. FC Schweinfurt mitnehmen. Doch die Gäste hoffen nach der Freistellung von Trainer Christian Gmünder plus Beförderung von Co. Marc Reitmeier zum Chef auf einen Neustart und dementsprechend was Zählbares im Grünwalder. Der letzte Sieg der Schnüdel in München, damals in der Regionalliga Süd, ist allerdings fast 20 Jahre her. Die erste Szene gehörte unter den Augen von 96er Europameister Mehmet Scholl dann auch den rot gekleideten Hausherrn. Der für den rot gesperrten Ajon Ibrahimovic reingerutschte Paul Wanner mit einem Dribbling, dann findet allerdings Younes Aitamer nicht den richtigen Dreh. Schweinfurt, durchaus engagiert und aggressiv, bot kaum Lücken an. Deshalb probierten es die Bayern-Youngsters auch mal aus der zweiten Reihe. Taichi Fukui hätte da fast Bennett Schmidt überrascht, gerade noch die Fäuste hochbekommen. Dann die 28. Minute. Wieder der erst im Winter dazugestoßene Japaner Fukui. Der hat nach einer frühen Balleroberung der Bayern etwas Platz. Christian Böhnlein kommt dazu und der hervorragend stehende Schiri Elias Tiedeken ist sich sicher und deutet auf den Punkt. Eine Sache für den Kapitän der Gastgeber. Timo Kern schickt Schmidt in die falsche Ecke. Verdiente Führung für die U23 des Rekordmeisters nach 29 Minuten. 5 Minuten später kommt die Kugel eher etwas zufällig in den Lauf von Grant Leonranos. Der trifft die falsche Entscheidung und auch der Nachschuss von Wanner bleibt hängen. Dickes Ding für die Bayern, um auf 2:0 zu erhöhen. Die Unterfranken in dieser ersten Hälfte offensiv harmlos, zudem musste dann auch noch Goalgetter Adam Schabiri, mittlerweile ja auch spielender Co-Trainer, nach 39 Minuten angeschlagen raus. Schweinfurt also eigentlich gefordert, den besseren Start nach dem Seitenwechsel erwischen aber wieder die Bayern. Das ist Kern, der kommt zu Fall im Duell mit Ivan Mihaljevic, Schiri Tiedeken wieder mit bester Sicht und wieder entscheidet er auf Elfmeter. Es tritt an der gerade frisch gekommene Mané-Kumpel Désiré Segbe und macht das in der 48. Minute ebenso cool wie der Kapitän im ersten Durchgang. Die Hausern also auf Kurs Traumstart ins neue Jahr, aber noch war ja jede Menge Zeit. Nach knapp einer Stunde geben dann nämlich auch die Schnüdel ein erstes offensives Lebenszeichen von sich. Liam Morrison rettet da vor dem einschussbereiten Benjamin Hatzic. Rüber auf die andere Seite. Neben Segbe kam auch Yusuf Kabadai zur Pause und auch der setzt sich in Szene, Lattenknaller in der 61. Minute. Schwungvolle Phase jetzt, erneut geht's wieder in die andere Richtung und da ist urplötzlich der für Schabiri gekommene Pascal Moll zur Stelle. Ziemlich aus dem Nichts der Anschlusstreffer der Unterfranken nach 63 Minuten. Wird's hier doch noch mal eng? Haching-Held Yunshu Lee hat das dritte auf dem Fuß, scheitert aber an Schmidt. Danach passierte lange nichts, bis zur 83. Minute. Ecke für die Gäste, die wird verlängert auf den zweiten Pfosten und da steht erneut Moll goldrichtig, der nicht mehr für möglich gehaltene Ausgleich. Jetzt wollten die Schweinfurter sogar noch mehr und fast hätten sie den bisherigen Spielverlauf auch komplett auf den Kopf gestellt. Es war aber immer noch nicht Schluss in dieser Partie. 5. Minute der Nachspielzeit. Ein langer Ball von Joker Eyüp Aydin auf Kabadai. Der zieht in die Mitte und trifft präzise ins lange Eck, wie schon gegen Haching. Also wieder ein unfassbarer Last-Second-Coup der Bayern. Ich glaube, dass es ein verdienter Sieg war. Ich glaube, dass wir in der Phase, wo es 2-0 stand, das dritte Tor einfach hätten machen müssen. Da haben wir gute Möglichkeiten ausgelassen. Wie wir dann am Ende gewonnen haben, glaube ich, war dann schon glücklich. Aber ändert nichts daran, dass wir das Spiel verdient gewonnen haben. Wie es zustande gekommen ist, muss man dann schon sagen, wenn wir mit dem Schlusspfiff den Sieg dann haben, dann war es mit Sicherheit am Ende schon glücklich. Nichtsdestotrotz haben wir danach sehr, sehr extreme Mentalität auf den Platz gebracht. Ich glaube auch, dass wir nach dem 2-1 dann die bessere Mannschaft waren, nach dem 2-2 dann auch dem Tor, dem Siegtor näher waren. Jetzt gilt es einfach dran, diese Momente auch auf unsere Seite zu drücken. Heute ist es sehr bitter. Wobei die Leistung einfach mentalitätsmäßig heute sehr, sehr gut war. Darauf können wir aufbauen. Trotz des bitteren Endes ist das sicherlich eine Leistung, die den Schnüdeln Mut für die kommenden Aufgaben machen sollte. Die Bayern Amateure feiern dagegen ihrerseits dank zweier später Siegtreffer einen optimalen Einstand ins Fußballjahr 2023.